Hallo, liebe Heike, so schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dich heute im Interview zu haben. Du warst ja beim Erfolgsmagnetprogramm dabei und ich bin gespannt zu hören, wie es dir gefallen hat, was sich seitdem getan hat und ja, wer du bist und was du machst. Und ich würde sagen, damit starten wir einfach mal. Möchtest du dich mal vorstellen und von dir ein bisschen erzählen und was du so anbietest? Also, ich bin die Heike, ich bin 55 Jahre alt. Ich bin gelernte Steuerfachangestellte und habe auch 20 Jahre die kaufmännische Abteilung von der Baufirma geleitet. Habe dann 2005 die Diagnose Brustkrebs bekommen und das hat mein Leben erstmal komplett auf den Kopf gestellt. Nach den medizinischen Behandlungen hatte ich eigentlich drei Punkte. Das war einmal, die Krankheit hat eine Ursache. Zweitens, die Krankheit will mir was mitteilen. Und drittens, ich muss in meinem Leben fundamental was ändern, sonst kommt die Krankheit wieder. Also das war so der Startpunkt. Dann habe ich angefangen, alle möglichen Seminare, Bücher lesen, Ausbildung, Reiki-Ausbildung und so weiter. Und jetzt danach 15 Jahren bin ich an dem Punkt, wo ich sage, es hat mir geholfen. Ich habe viele Sachen aufgelöst, viele Krankheiten. Also ich hatte noch andere Krankheiten. Habe ich eine Besserung oder sind teilweise komplett verschwunden? Und jetzt möchte ich diese Erfahrung und dieses Wissen an Menschen weitergeben, die jetzt an dem Punkt waren, wo ich vor 15 Jahren stand. Das mache ich so mit Energiearbeit, so mit Reiki. Ich mache das 1-zu-1-Coaching und mache das eben, wie sagen wir, individuell für die einzelne Person. Also bist du durch deine eigene Brustkrebserkrankung und den Weg zur Heilung dazu gekommen, anderen auch zu helfen, da ihre Heilung zu finden aus sich heraus? Ja, genau. Ich denke, Wahnsinn. wenn man selber die Erfahrung gemacht hat, hat man auch eine andere Verbindung zu dem Menschen, der jetzt eben noch am Anfang steht. Absolut. Was hat Ja. dir denn persönlich geholfen, diese ja, Krankheiten zu überleben und zu einer Heilung zu finden? Was hat dir Kraft gegeben, Heike? Was mir Kraft gegeben hat, ist einfach mein Kampfgeist schon immer und einfach dieser Glaube, dass diese Krankheit muss einen Sinn haben. Also es kommt eine Krankheit nicht einfach so vorbei, so just sondern es hat eine Ursache, es hat einen Sinn. Und ich wollte diesen Sinn eben herausfinden. Und durch meine ganzen Ausbildungen, auch die Bücher lesen, das habe ich ja erstmal nur für mich gemacht, also um mich zu heilen. Das war eigentlich so der Anlass von dem Ganzen. Wow. Also du hast da sehr viel praktische Erfahrung auch gesammelt. Ich bin ganz neugierig zu hören, was du erlebt hast, wie sich Energiearbeit auf deine Gesundheit, auf dein Leben positiv ausgewirkt hat. Möchtest du da mal von Erfahrungen berichten? Ja, ich habe also erst habe ich mal so eine Reiki-Anwendung machen lassen, weil ich konnte mit dem Begriff oder mit der Methode gar nichts anfangen. Und das war für mich so, boah, was da für Blockaden sich aufgetan hat oder wie soll man sagen, einfach mal zu sehen, wo sind da falsche Glaubenssätze, das einfach mal selber zu sehen, wo blockiert man sich selber und mit dieser Methode auch diese Blockaden zu lösen. Dann habe ich eben diese Ausbildung gemacht für Reiki, habe das auch an, ich sage jetzt mal erstmal so, Familienmitglieder gemacht und dann Freundeskreis und dann also durch Mundpropaganda sind dann immer wieder mehr dazu gekommen. Und ja, ich sehe die Blockaden. Kann denjenigen darauf hinweisen, arbeiten muss er selber. Also der Patient oder der Klient oder die Klientin, die muss dann selber dieses Problem mit angehen, aber man bringt sie ja erstmal zum Hinsehen. Also das Wichtige ist erstmal hinzusehen und dann zu begleiten. Also wichtig, Begleitung vor allem, also nicht einfach stehen lassen und sagen, so, du hast jetzt das Problem. Und begleiten und gemeinsam das auflösen.
Und wie gesagt, das geht auch online, hätte ich nicht gedacht. Also Reiki kenne ich jetzt nur, dass man das direkt an einem Patienten macht. Dann habe ich das mal mit Fern-Reiki probiert. Also für mich ist wichtig, ich muss mal ein Bild von jemandem sehen. Also ich sehe sehr viel. Und ja, und dann ist es wie, also ich kann dann wie ein Buch bei den Leuten lesen, wenn sie es tun, also wenn sie es zulassen, wenn sie sagen, okay, ich möchte das, ich spreche dann auch die Themen an, möchtest du da tiefer gehen, wollen wir das Thema ansprechen? Und ich hatte bis jetzt noch keinen Patienten oder Klienten, der da raus ist und hat gesagt, also das war jetzt gar nichts. Also die sind alle wieder nach einer gewissen Zeit wiedergekommen und wieder weiterarbeiten, weil man kann eine Blockade, die schon ein paar Jahre oder meist, also ich sage jetzt mal, meistens schon eine Kindheit entstanden ist. Das kann man nicht mit einer Behandlung oder einer halben Stunde auflösen. Also dann wäre ich Zauberin, dann wäre die ganze Welt gesund. Sei es Ja. jetzt mal so. Ja, es ist ja auch immer die Sache, wie viele Jahre hat es gedauert, bis sich diese Krankheit manifestiert hat, bis sie überhaupt da war. Das ist ja auch meistens ein längerer Weg und Ja. meistens so viele Jahre, wie es gedauert hat, bis es dazu gekommen ist. Also so lange, wie, sage ich mal, dieser Zustand da war, der dazu geführt hat, dass man erkrankt ist. So viele Monate braucht es auch, bis es wieder komplett in Heilung geht. Das ist so mein Wissen, also so von heute auf morgen, ja, ist dann doch herausfordernd, auch für die Materie. Also das eine ist ja, das im Geiste zu verstehen, aber auch bis die Materie sich umsetzt, ist nochmal eine andere Sache. Und da gehen wir auch schon stark auch in die Richtung Psychosomatik und auch so das Heilwissen dahinter. Da hatten wir auch im Erfolgsmagnetprogramm davon gesprochen. Ich habe da auch viele Ausbildungen in dem Bereich gemacht, weil ich selber ja auch sehr, sehr krank war und mit 21 auch Krebs hatte und mich mit den ganzen Themen dahinter beschäftigt hatte, auch meine Neurodermitis geheilt habe. Und da fand ich es auch total spannend, dass du dich auch damit beschäftigt hast. Möchtest du mal so deine Sichtweise von erzählen? Ja, wie wichtig auch die Themenlösung hinter Erkrankungen ist. Natürlich ist es sehr wichtig, wie soll man sagen, diese Ursache einfach zu finden. Also das ist wie, wenn ich eine Wasserleitung habe, ich kann zwar immer wieder den Fleck, vielleicht einen Putz drüber machen, aber das Loch, das Leck ist ja irgendwo. Also ich muss schon dahin, wo die Ursache ist. Und ich muss auch in einem Erfolgsmagnet war diese eine Übung, diese Bauchlagenübung, die hat mir sehr gut getan, muss ich ehrlich sagen. Hat auch so sehr schnell Blockaden, die ich noch selber habe, gelöst. War sehr entspannend. Oder das eine Meeting, wo wir hatten, wo es um das innere Kind ging, so in die Vergangenheit gehen, da Blockaden auflösen oder einfach Sachen erstmal zu, es geht ja erstmal darum, etwas zu entdecken, weil viele wissen ja gar nicht, woher sie jetzt diese Krankheit haben, weil sie es ja unbewusst gedeckelt haben. Es ist ja irgendwo im Unterbewusstsein, sonst wäre es ihnen ja bewusst, sonst könnten sie ja was dagegen machen. Also es ist schon wichtig, wie gesagt, in dieses Unterbewusstsein zu kommen von den Menschen. Absolut, ja. Ich bin da ganz bei dir und habe da auch die Erfahrung gemacht, dass da ja der Weg zur Heilung steckt und sich damit auseinanderzusetzen. Wie ist es denn dazu gekommen? Und ich finde es auch wichtig, da gibt es so einen schönen Spruch dazu: Bevor du jemanden heilst, frag ihn, ob er bereit ist, das aufzugeben, was ihn jahrelang krank gemacht hat. Ja. Weil selbst wenn du jemanden heilen würdest, zum Beispiel jetzt mit Reiki oder mit einer Hypnosetherapie und die Person bleibt aber weiter immer in diesem Zustand, der dazu geführt hat, dass sie krank geworden ist, dann wird was Neues kommen oder es wird wiederkommen. Also ja, die Person auch zu fragen, bist du dazu bereit, dein Leben auch zu verändern? Ja, Auch ganz wichtig. da gibt es ja diesen schönen Satz von Albert Einstein, es ist wahnwitzig zu denken, dass sich was ändert, wenn man selber keine Veränderung macht. Also wenn ich irgendwo am Bahnhof stehe, der stillgestellt ist und ich warte, dass da ein Zug kommt, das bringt nichts. Also wichtig ist,
der Klient oder die Klientin, die muss bereit sein, was zu verändern. Ohne Veränderung geht gar nichts. Also. Ja, ja. Was mich auch sehr berührt hat und bei mir war das tatsächlich genauso gewesen. Du hast gesagt, als du diese Krebsdiagnose bekommen hast, und das war bei mir tatsächlich genauso, hast du gewusst, das wird jetzt nicht schön, aber ich werde das überleben und ich werde es schaffen und es ist für etwas gut. Könntest du das mal beschreiben, was dir da in deinem Leben so viel Hoffnung und so viel Stärke gegeben hat, wie das für dich war? Ich muss sagen, ich bin seit Kindheit an, also ich habe ein Hüftproblem seit Geburt. Mhm. Also ich bin eigentlich wirklich von Klinik zu Klinik im wahrsten Sinne des gezerrt worden, alle möglichen Versuche gemacht worden. Und wie gesagt, ich habe Neurodermitidis, das hatte ich auch schon als Kind. Und aber es war immer so, ja, also so eine, irgendwas im Innern ist das so eine Hoffnung. Also ich glaube daran, dass man irgendwo so eine Führung hat. Irgendwo hat alles seinen Sinn, auch wenn man es vielleicht jetzt im ersten Moment nicht versteht. Ist egal im Leben. Also manchmal passieren dir Sachen, wo du erstmal negativ empfindest. Ich sage jetzt mal, ein Beispiel ist, jemand wird entlassen. Das ging zum Beispiel beim einem Freund von mir, der hat mir 20 Jahre lang das Ohr voll gejammert. Der Job ist nichts, ihm gefällt es da nicht, er wird krank. Dann wurde er endlich entlassen, ich sage es mal so. Dann hat er immer noch gejammert, hat innerhalb von 14 Tagen einen neuen Job bekommen, der in der Nähe war, also wirklich das, mehr verdient und allem drum und dran. Und im Nachhinein sagte er, ja, eigentlich war das das Beste, was mir passieren konnte. Und ich muss auch sagen, diese Krebserkrankung war das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe Raubbau mit meinem Körper getrieben. Mhm. Ich habe nicht auf, also da gibt es ja diesen schönen Satz, die Psyche sagt zum Körper, so jetzt bist du mal dran, auf mich hört sie nicht, jetzt mach du. Und so war das bei mir. Also ich hab kaum Urlaub genommen, ich habe immer so im Kopf gehabt, ohne dich geht's nicht in der Firma. Hat einer gebrüllt, ah, mir geht's nicht gut, habe ich alles stehen und liegen gelassen. Also ich habe eigentlich nach allen anderen allen anderen geholfen, nur mir selber nicht. Und diese Krebserkrankung hat mich ja komplett abgebremst, also komplett. Selbst im Krankenhaus hat meine Mutter angerufen, habe noch gesagt, ach Mutter, ich muss noch schnell in die Firma anrufen. Meine Mutter hat gesagt, mal, bist du noch ganz, also geht's noch? Aber das habe ich alles gelernt. Also ich wurde wirklich platt gemacht. Mhm. Muss ich sagen, hatte ich das Kurzzeitgedächtnis komplett weg. Also ich bin rausgelaufen aus dem Zimmer und es war weg. Also ich wusste wirklich nicht, also man passiert mir jetzt auch manchmal noch, aber nicht so. Also ich wurde wirklich gezwungen, ich konnte weder arbeiten noch sonst was. Ich wurde wirklich zur Ruhe gezwungen durch die Krankheit. Und das war mein Glück, weil ich weiß nicht, wie lange mein Körper das noch durchgehalten hätte. Ja, ja. Ist so. Ja. Ja, also da hast du dann auch erkannt durch dieses starke Ausbremsen, ich muss jetzt was ändern, sonst geht es einfach nicht mehr. Ne? Ja, ja. Und das ist manchmal, also ich denke auch, dass bevor man so eine schwere Erkrankung kommt, dass viele Zeichen vorher kommen. Ja. Und manchmal hört man dann nicht drauf und dann muss der Körper schwere Geschütze ausfahren, um einen auszubremsen. Und ja, das Wichtigste ist einfach daraus zu lernen, auch auf die Bedürfnisse des Körpers zu hören und sich genug Auszeiten zu nehmen und Balance zu finden. Ne? Ja. Genau, du warst ja im Erfolgsmagnetprogramm dabei gewesen. Was hat sich denn ja da die letzten 4 Monate getan? Was hat sich verändert durch das Programm? Was hast du gelernt? Also ich habe gelernt, also ich hatte wirklich ein Problem mit meiner Sichtbarkeit. Also ja, irgendwo noch so im Kopf. Ich bin einmal ich wohne in einer ländlichen Gegend. Ja, da war es jeder Nachbar, was der andere. Also, ja, es ist so. Also, es war noch so bei mir im Kopf, was denken die Leute, was du da machst? Verstehen die das überhaupt? Was ich gelernt habe, auch so dieses,
was du anbietest, zu konkretisieren, auf den Punkt zu bringen, dass der Klient auch weiß, was macht der oder diejenige jetzt eigentlich oder was bietet der an oder besser gesagt, was für ein Problem löst derjenige für mich und das eben auf den Punkt zu bekommen, weil online hat man nicht wirklich viel Zeit. Das war es, was ich da gelernt habe und ich muss auch, ich hatte überhaupt keine Erfahrung so mit Online-Präsenz. Ich muss auch, was mir da an Werkzeuge gegeben wurde, was ich an Programme bekomme, wie ich was gestalten kann, wie ich einen Text gestalten kann, das hätte ich im Leben nicht alleine auf die Beine stellen können, nie. Ja, ich bin da mega stolz auf dich, dass du da in die Sichtbarkeit gegangen bist, deine ersten Videos gemacht hast, einen Instagram-Account und ja, auch immer mehr anfängst, da über deine Geschichte zu sprechen, die super inspirierend ist. Ich denke, jeder, der uns hier gerade zuhört, denkt sich auch so, wow, das ist so Wahnsinn und faszinierend. Da kann man dir einfach nur zuhören und staunen und einfach auch davon lernen. Ne? Es ist nicht selbstverständlich, dass man eine Krebserkrankung überlebt und darin auch noch ein Geschenk erkennt. Ja? Das ist eine große, große Gabe und auch ein großes Vorbild für andere auf jeden Fall. Ja. Wie war das Erfolgsmagnetprogramm für dich? Was hat sich bei dir dadurch auch verändert? Wie hat dir das ganze Programm gefallen? Die Calls, die wir gemeinsam hatten, wie war das für dich? Also ich muss auch mit den Calls war ich immer zufrieden. Ich muss auch, ich fand es schön, diese Gemeinschaft. Erstmal mit so wunderbaren Frauen und die so tolle Visionen haben. Auch mal zu sehen, okay, die haben auch Probleme mit der Sichtbarkeit. Also nicht alle, aber also dann fand ich es auch gut, dass man gesehen hat, manche waren schon etwas weiter. Was ist möglich? Über online und man hatte ja diesen Mitgliederbereich, also man kann jederzeit einen Call, in dem man sehr viel Input bekommen hat, muss ich jetzt sagen. Ja. Für so eine Fachfrau wie ich, also die jetzt gar keinen Plan hatte. Und man kann sich das jederzeit wieder anschauen. Man macht sich zwar Notizen, aber einfach es im Nachhinein nochmal in Ruhe anzuschauen, war sehr gut. Ich fand es auch gut, man kann sich sein Tempo selber einrichten. Wie mache ich was? Wenn man einen Call jetzt mal keinen Termin hat, ist, wie gesagt, das ist eine Aufzeichnung, kann man jederzeit das nachholen. Ich fand es auch sehr gut, dass die anderen auch die Fragen von den anderen Frauen, also wo man vielleicht selber nicht gleich dran gedacht hat. Also ich fand es sehr gut, dass viele Fragen gestellt wurden von dir liebevoll und wirklich, wie sagen wir es, plausibel erklärt wurden. Mhm. Ich muss auch sagen, diese Facebook-Gruppe fand ich gut, weil man doch mal zwischendurch eine Frage hatte. Also ich habe immer Antworten bekommen, wenn ich eine Frage gestellt habe. Und was ich auch sehr gut fand, waren die ganzen Experten und Expertinnen, die ja in den Calls waren. Also die waren wirklich alle sehr sympathisch, muss ich jetzt ehrlich sagen, und haben das für auch Nicht-Koryphäen erklärt, wie was funktioniert, mit einer Geduld. Also nein, ich hätte nie diesen Schritt gewagt, so in die Sichtbarkeit und nie so professionell, allein schafft man das gar nicht so. Oder man müsste halt sich eine Firma oder irgendwas dann organisieren. Und ob die das dann so hinbekommt, weiß ich nicht. Ja. So was man selber so in Gedanken hat. Also ich fand es sehr gut, dass wir alles so ähnlich strukturiert denken. Und es hat mir auch sehr viel gebracht, dass viele solche Frauen da waren, die ähnlich denken oder in eine ähnliche Schiene weiterarbeiten möchten. Ja, das ist halt auch der Vorteil, ne, dass das Programm halt auch für Frauen ist, die da wirklich ihr Herzensbusiness aufbauen, in einem helfenden Beruf sind, die eine Dienstleistung anbieten. Und dann ist das schon auch irgendwie so die ähnliche Sparte. Und im Endeffekt ziehe ich ja auch eine gewisse Art von Frau auch an. Und die würden ja auch nicht an so einem Programm teilnehmen, wenn die nicht sagen würden, ah, ich habe auch Lust, mich mit anderen auszutauschen und zu
connecten. Und ich halte es auch sehr wertvoll, die Fragen und die Antworten dann von den anderen zu hören und sich miteinander austauschen zu können und auch nicht dieses Gefühl zu haben, ich bin alleine, sondern hey, es geht auch anderen so, die haben auch mal Herausforderungen, ne? Und einfach gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und deswegen ist mir das auch ganz wichtig, dass sowohl die Gruppe als auch die Community einfach weiterhin zugänglich ist, auch nach dem Programm, dass ihr euch weiterhin austauschen und unterstützen könnt. Das wünsche ich mir ganz doll. Ja. Ja. Gab es für dich ein Highlight, wo du sagst, oh, das hat mir richtig, richtig toll gefallen, das war überraschend und das war für mich so das Allerschönste gewesen? Für mich war der eine Call, da ging es um so Blockadenlösungen, dieses innere Kind. Ja, überhaupt so Blockaden, also wie gesagt, oder die Glaubenssätze aufzulösen und umzuprogrammieren, was ja auch, wie gesagt, diese Probleme mit der Sichtbarkeit bei mir war. Also ich war da total begeistert. Und es hat mich wirklich total berührt, auch wie du diese Führung gemacht hast und mit wie viel Gefühl du das gemacht hast. Also da war ich schon geflasht, ja. Ja, das ist die Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Genau, ja. Und das sind einfach 9 Jahre Hypnosetherapiearbeit und Erfahrungen damit, die da dahinter stecken. Und ich finde das sehr, sehr wertvoll. Also viele, viele Ideen davon, wie ich das aufbaue, sind einfach wirklich durch die Arbeit mit Frauen entstanden, dass ich mir gedacht habe, oh, das ist, ja, das braucht ein innerer Anteil, um Heilung zu finden und um sich sicher zu fühlen. Ja. Und das hat einfach schon immer funktioniert. Das finde ich so Wahnsinn, wenn man da mit so einer Liebe und so einer Fürsorge rangeht, dass so Themen in eine Heilung kommen können, ne? Ja. In eine sanfte Heilung auch, ne? Nicht mit Hauruck, sondern so in Liebe gehalten sind. Ja, das finde ich sehr, sehr faszinierend und ja, freut mich auch sehr, dass es so positiv angekommen ist. Ja. Und ja. Würdest du mich weiterempfehlen, Heike? Wie viele Punkte kann man dir geben? Jederzeit. Also ich muss auch, ich habe zwar am Anfang, also ich habe dich, glaube ich, über Instagram irgendwie, bist du mal so aufgetaucht. Dann habe ich mich, ich fand die Beiträge immer schön. Ja, wie gesagt, ich habe da so mit meinem inneren Schweinehund ein bisschen kämpfen müssen. So, wie gesagt, diese Sichtbarkeit. Dann habe ich mich, also ich fand dich einfach sympathisch, irgendwas hat mich getriggert und habe gesagt, auf was wartest du? Du kannst noch ein Jahr warten, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Nein, das machst du jetzt einfach. Punkt. Und auch im Erstgespräch, es war irgendwo so eine Sympathie da einfach, wo ich sage, ja, das ist jetzt kein, wie soll ich denn sagen, so ein, du musst das jetzt tun und wir sind motiviert, weißt du, so dieses, ja, so dieses 0815-Dings da, ne? Und dann habe ich gesagt, nein, du triffst genau das, was ich suche. Also du bist genau das, was ich suche. Mhm. Und deswegen, ich würde, wie gesagt, 11 Punkte jederzeit, immer wieder. Dankeschön, das freut mich sehr. Voll schön. Ja, das ist mir auch ganz wichtig, damit mit Liebe und Fürsorge an das Ganze ranzugehen. Und ich und mein ganzes Team sorgen dafür, dass es einfach rund ist und dass auch, wenn nach dem Programm jemand noch Unterstützung braucht mit Internetseite oder Funnel, dass wir dann unterstützen können, dass es auch einfach weitergehen kann und dass man die Community weiterhin hat und sich gut aufgehoben fühlt. Ja. Genau. Ja, wenn jetzt eine Frau zuhört und die auch einen Wunsch hat und vielleicht auch schon das so ein paar Monate, Jahre vor sich her schiebt und die vielleicht Zweifel hat oder auch Angst hat, in die Sichtbarkeit zu gehen. Vielleicht kommt sie auch aus einer ländlichen Gegend und macht sich Gedanken darüber, was denken die anderen. Was würdest du ihr empfehlen, um ihre Träume zu verwirklichen? Was würdest du ihr mitgeben, Heike?
Ja, einfach über den eigenen Schatten zu springen, weil was hat man zu verlieren? Ich meine, außer eine Bruchlandung. Ja, ist so. Nein, wenn in einem so was brodelt, wo man sagt, ich möchte das machen und es kommt immer wieder, dann sage ich, nimm dir einen Fachmann oder eine Fachfrau. Ja. Ja, es ist so, weil allein bekommt man das so in dem Maße nicht hin. Genau, such dir jemanden, mach so eine Ausbildung mit, mach so einen Call mit, schau dir das mal an, schau dir denjenigen an, und mach es dann, weil, wie gesagt, daheim sitzen und warten, es bringt nichts, es bringt nichts. Und wenn man die Möglichkeit hat, gerade jetzt so übers Internet, warum soll man die Möglichkeit nicht wahrnehmen? Ja, Also, ja. wundervoll. Was würdest du einer Frau empfehlen, die uns jetzt zuhört und ja selber vielleicht krank ist? Es muss jetzt nicht unbedingt Krebs sein, aber vielleicht hat sie Neurodermitis oder dergleichen. Was würdest du ihr mitgeben, Heike? Was ich ja mitgeben würde, auf jeden Fall, es gibt eine Möglichkeit, das Ganze zu lindern oder sogar komplett zu heilen. Und einfach bei mir melden. Genau, meldet euch bei Heike. Ja. Ja, genau, im Internet unter Heike Reininger. Schaut einfach mal rein. Genau, auf Instagram findet man dich auch. Instagram und auch bei Facebook habe ich eine Seite, auch Heike Reininger. Und da könnt ihr euch mal meine Sachen anschauen und wie gesagt, auch euch melden. Und wir können ja mal ein kostenloses Erstgespräch machen, dass man einfach mal so sieht. Ich kann dann näher erläutern, was ich genau mache. Kann dann auch sehen, ist derjenige, kommt, also was bei uns die Chemie, können wir da miteinander was. Wir müssen ja zusammen etwas bewerkstelligen. Also ich kann nicht allein und der Klient kann nicht allein. Also wir müssen es muss eine Zusammenarbeit sein und da gibt es immer Möglichkeiten auf eine Besserung und eine Heilung, immer. Super schön. Ja. Ja, ich kann Heike auch nur von ganzem Herzen weiterempfehlen. Sie hat im Programm immer wieder so inspirierende Sachen gesagt über Heilung und Energiearbeit. Da merkt man einfach, da ist richtig Substanz dahinter und vor allem auch die Heilung der eigenen Geschichte. Und mir persönlich ist es immer wichtiger, dass jemand es für sich selbst heilen konnte, dass er selbst diese Erfahrung gemacht hat. Als ja, als dass es nur Theorie ist, sondern dass man selber wirklich das für sich heilen konnte. Und genau, ich kann Heike von ganzem Herzen weiterempfehlen. Schaut gerne mal bei ihr vorbei auf Facebook oder Instagram. Ihren Namen findet ihr nochmal in den Shownotes. Und ich danke dir, Heike, sehr für dein Vertrauen und dass du dabei warst heute. Vielen Dank für dieses Interview. Ich danke dir auch. Super schön, danke. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen. Wenn du auch dein eigenes Business starten möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, bei meinem Erfolgsmagnetprogramm dabei zu sein. Am 26. September 2021 startet das letzte Mal für dieses Jahr mein Erfolgsmagnetprogramm. Das ist vorerst der letzte Durchgang, bevor ich in Mama-Pause gehe. Das sind 3 Monate Mindset-Transformation und Durchstarten, damit dein Business kein Hobby bleibt. Im Erfolgsmagnetprogramm helfe ich einer kleinen Gruppe von Frauen, ihr Online-Business mit ihrem Herzensbusiness, mit ihrer Herzensdienstleistung aufzubauen. Damit konnte ich schon so vielen Coaches, Beraterinnen, Yogalehrerinnen, Heilerinnen, Expertinnen helfen, ihr erfolgreiches Online-Business aufzubauen. Den Link findest du in den Shownotes und hier in der Beschreibung. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Über den Link kannst du alle Infos bekommen und dir dein Erstgespräch buchen. Ich würde mich riesig freuen, dich unterstützen zu dürfen. Wünsche dir einen wunderschönen Tag. Schön, dass du bei diesem Interview dabei warst. Alles Liebe, dein Julia Colella.